dann geht's endlich los. Todesmeme mit dem Level 18er DPS Warrior. Wir haben zum Glück irgendwie Glück gehabt, dass wir einen Warrior gefunden haben, der für uns tanken möchte. Ist normalerweise nicht so typisch. Und wir schauen mal, wie viele Leute haben die Quest für die Seidentücher? Nur zwei Leute mehr. Das bedeutet, die kriegen wir vielleicht sogar voll. Die Seidentücher-Quest. Schau mal im Discord, hab bei dir in den Content-Ideen eine neue Content-Idee reingeschrieben. Schau ich gleich mal nach. Kann ich gerne gleich mal reinschauen. Content-Idee. Einen Char nur mal auf 60 spielen, allerdings jedes Item, das du findest, ausrüsten. Bedeutet, spielst du eine Klasse, die schwere Rüstung tragen kann, findest aber Stoff, Leder etc., musst du das anziehen und das bis dato getragene Rüstungsteil auswechseln. Selbes gilt auch für Waffen. Hast du zum Beispiel eine blaue oder grüne Waffe, findest beispielsweise einen weißen Stock, musst du den getragenen Stock sofort auswechseln. Das Prozedere wird dann bei jedem neuen Ausrüstungsteil und der Waffen wiederholt, solange bis du 60 reichst oder stirbst. Das wäre auch ganz cool. Das klingt auch sehr, sehr nice. Wie könnte man die nennen, die Challenge? Irgendwas mit Recycle vielleicht? Obwohl, du recycelst ja nicht wirklich. Aber es klingt sehr lustig. Könnte man mitnehmen, ja. Klingt sehr, sehr gut. Vielen Dank. Werden wir vielleicht mal machen. Aber den ganzen Challenge-Kram würde ich halt, wie gesagt, erst auf dem richtigen Server dann machen. Unser Tank hat ein Schild gefunden. Equip everything. Ja. Nichts wird verschwendet. Guck mal. That's how easy you get MN plus Shield. Er meinte, er hat keine Einhand und kein Schild. Und jetzt hat er einfach direkt welche gefunden. Sind Ideen für den Official Server dann, ja. Man könnte die ja mit in den Godrun einarbeiten, ne? Zum Beispiel könnte man sagen. Man könnte zum Beispiel im Godrun sagen, dass man ein Char mit dieser Equip Everything macht und einen weiteren Char mit der und einen weiteren Char mit der. Die kann man ja alle mit reinfliegen. Genau, Godrun und dann noch die Challenges obendrauf, ja. Genau. Zum Beispiel mit ein Item-Slot wird immer deleted. Na, alle 6 Level hatten wir, glaube ich. Genau, alle 6 Level musst du ein Item löschen und so ein Kram. Genau sowas, ja. Könnte man damit reinfließen lassen. Das wäre dann der ultimative Godrun. Einer ist dann Self-Found. Es ist ein besserer Naked Run, finde ich auch, ja. Also das hatten wir mal besprochen. Das war irgendwie... Du hast nämlich 10 Itemplätze, theoretisch. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn du auf 0 startest, also 9 hast du im Endeffekt. Und wenn du auf 0 startest, kommst du bei alle 6 Level ein Item löschen, genau drauf. So, dass du auf Level 60 dann nackt bist, theoretisch. Und dann musst du dir halt überlegen, was für ein Item lösche ich jetzt raus, ne? Zum Beispiel den Kopf würde ich wahrscheinlich als letztes rausnehmen, weil man da die Brille und sowas hat. Und dann könnte man noch nehmen, Left. First left for the undead, then right for entrance. Genau, ich muss es nicht auf einmal durchsetzen, nee. Aber ich meine, wenn man das schon mal macht, dann gib ihm, ne? Es macht halt auch mehr Spaß. Also es macht wahrscheinlich mehr Bock, wenn man alles durcheinander macht. Es kann nur vielleicht unübersichtlich werden für die Zuschauer, wenn man nicht weiß, was gerade abgeht. So, hier müssen wir gleich die Untoten erstmal machen, ne?
Can you share the undead quest? So. Aber es ist auf jeden Fall der bessere Naked Run, finde ich auch. Hier müssen wir Gewerkschaftsausweise sammeln. Ich glaube, ich habe noch nie diese Gewerkschaftsdinger zusammenbekommen. Wieso habe ich so wenig Life eigentlich? Habe ich Akku die ganze Zeit? Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Ich würde gerne mit... Der hat keine Wurfwaffe dabei, oder? Ich glaube, er hat keine Wurfwaffe, der Warrior. Ja, der Godrun hat es mir auf jeden Fall angetan, ja. Ich habe so Bock auf den Godrun. Es wird... Der Godrun wird so spaßig werden. Bis wir sterben. Ich hoffe... Ich hoffe, wenn wir sterben, kommen wir weit genug. Nicht irgendwie Level 10 oder so. Ich hoffe, wir sind mindestens so Level 30, 40 mit allen Chars. Also ich will schon recht weit kommen. Das wäre nice. Junge, der ist der voll gebufft. Der hat ja alles drin. Ausdauer, Int, Gesundheit. Der hat einen gepult. What the heck? Ich muss kurz mal chillen. Die werfen mal Dynamit runter. Kurz mal ein bisschen chillen hier. Ich verteile mal Harmstrings. Ich meine, wenn der Mage stirbt, ja, der hat gepult. Und dann ist es seine Schuld. Ich habe mal ein paar Harmstrings verteilt. Kannst du gerne posten im Discord. Ich meine, ich kann ja, wenn der Godrun mal stattfinden sollte, ich kann ja eine Website aufsetzen oder so, wo alles erklärt wird. Ich mache ein Video und setze eine kurze Website auf oder so. Wo einfach alles kurz erklärt wird. Und dann müsste es eigentlich gehen. Na, zu kompliziert soll es nicht werden. Ja, das stimmt. Irgendwie noch keinen Gewerkschaftsausweis bekommen. Oder ein Doc halt. Ja, geht halt auch. Ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ob du jetzt einen Doc machst online oder eine Website. Oder nicht. Also ich kann es auf YouTube erklären, ich kann es in einem Discord-Channel erklären. Das geht. Mir fehlen die Ausweise. Irgendwie haben alle Ausweise, bis auf ich. So. Housegraver. Ich habe noch keinen einzigen Gewerkschaftsausweis gelootet. So sad. Neue Challenge A&S und Bein. I main heal. What? Hat der Paladin gerade nachgefragt, ob er heilen soll? Yeah, sadly, you're the only healing class in our group. Hä? Ich habe einen Paladin eingeladen und habe gesagt, kannst du heilen? Dann habe ich einen Rogue eingeladen, einen Mage und Warrior. Er fragt mich, ich bin wohl der Healer. Gesagt. Wir sind DM gerade, ja. Skelettstulpen. Ich habe gesagt, naja, ich werde auf jeden Loot passen für die Leute. Again, DPS, no problem. Just don't let us die. Okay.
Da ist der Typ. Ohne Spaß, mein Plan wird sein, ich mache überall Harmstrings drauf. Das wird immer mein erster Play sein in diesen Dungeons drin. Überall einen Harmstring draufpacken. Na, ich mache nicht so viel Schaden und ich werde die Rage für Harmstrings benutzen. Zumindest hier gerade, weil die Leute kiten sonst nicht gut weg und dann sind sie down. Juhu, ein Gewerkschaftsausweis. Wunderbar. Guys wanna farm the quest? Ich kann die Quest ja zu Ende farmen hier. Take respawn. Sure, okay. Die Gewerkschaftsdinger haben auch alle mitten, oder? Ich habe auch schon die Hälfte der Seidentücher. Sehr gut. I need one card. Three cards. Andanas also inside. Three cards inside. Okay, ich glaube, die waren lange nicht mehr derben, die Leute hier drinnen bei mir. Und wieder ein Schau drauf. Wenn ich jetzt schaute, habe ich Akku, glaube ich, von denen. Ja. Schaut Akku bekommen. Armstring, gute Nova. Armstring auf den. Von dem habe ich noch Akku von dem Lümmel. I miss being in a group. Yeah. Groups are the most fun in WoW. Ja, das finde ich auch immer. Also ich finde, Gruppen sind mit das Coolste, was du in WoW hast. Und ich finde es immer schade, wenn die diese Restriction kommen. Ne? Und dann sagen sie, nö, du darfst nicht in eine Gruppe gehen, darfst nicht dies und das machen. Das finde ich schon ganz cool mit den Gruppen. So. Wanna raid for respawn. Or go inside. Wir können auch reingehen. Er hat alle Karten. Ihm ist egal. Ja, mal schauen, was auf Officials erlaubt wird. Da kann man sich auch einiges an Challenges einfallen lassen. Genau. Ich hoffe, der PTR kommt endlich mal raus. Ja, das war vor 2-3 Wochen, wurde angekündigt. Der wurde vor 2-3 Wochen angekündigt. Ich hoffe, der wird bald kommen. Dann wäre nice. So, dass der Respawn wunderbar. Okay, zwei noch. War das vielleicht eine Party, die gespawnt ist? Vielleicht war das nur eine Putt und der Rest kommt noch. Da. That dude. Ob das als Fluch durchgeht, ist eher so eine Frage, eher ein Segen. Nee, ich meine, ich bin mit dem Fluch belegt. Ich bin belegt worden damit. Still two. Sorry. Ah, im Endeffekt können wir auch reingehen, aber ich würde sie schon gerne mitmachen. Ja, jetzt, wo alle die haben, will ich sie auch. Da ist einer. Perfekt. Respawn ist da. Okay, die haben keinen hundertprozentigen Spawn. Interessant. Einen noch.
Ich glaube, danach sollten wir die haben, oder? Nach den beiden hier. Muss wieder einen Battle Shout draufpacken. Immer noch nicht dann. Die ist auf jeden Fall besser als meine Axt. Immer noch einer. Es tut mir sehr leid, Leute. Ja, wir haben ja... Irgendwie hat er diese Kopftücher nicht gehabt, der eine. Ne? Ready. Okay, wir haben sie und dann gehen wir jetzt rein. Let's go. Hallo Toadie, einen wunderschönen. Hallo. Ich möchte, bevor ich diesen Godmode mache, wird es auch noch eine lange Abstimmungsphase geben. Auf dem Discord, ja, da werde ich alles noch vorbereiten, wo man auch jede Rasse und so aussuchen kann. Das kommt auch noch dazu. Da werde ich irgendwie... Ich werde mir da so einen Rating-Ding ausdenken, ja, wo du bestimmen kannst. Also so ein Abstimmungssystem auf Discord. Und dann wird es irgendwie einen Monat Zeit geben, wo man aussuchen kann, welche Rassen das sind und der ganze Kram. Wer welche Challenge bekommt, vielleicht auch noch mit rein. Und so was. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass diese Verteilung irgendwie auf eine Seite zu speziell wird. Weil jede... Obwohl nicht jede Klasse Warrior und so... Ich meine, Shaman ist ja 100 pro Horde. Ich habe nur Angst, dass irgendwie alle auf der Allianz landen oder so. Aber ich meine, wenn alle auf der Allianz landen, dann ist es so, ne? Ich hätte es aber schon gerne gemischt. Muss man mal sehen. Oder man lost es vielleicht aus. Weil ich würde schon gerne haben... Also, es sind ja 9 Klassen, die es gibt. Und ich wäre schon gerne mit 4-5. Also 4-5 wäre schon cool. Sehr gut. So. Ah, anscheinend rennen wir alle rein. Lauf's. Rennt, Leute. Boah, die hauen alle auf mich rauf. Hoffentlich bin ich nämlich im Ladescreen jetzt tot. Sehr gut. Jo, der Herr, der hat Razor's Edge gefunden. Crazy. Und als Paladin. Ah, Paladin ist doch schon eine bessere Waffe dann. Was ich auf jeden Fall machen würde, falls es erlaubt ist, unter den verschiedenen Charts, die zu dem Godrun gehören, die Bank als Chef benutzen. Und sobald du ein Item findest, was einer der anderen Charts benutzen kann, diesem Char auch per Post schicken, auch für Materialien und so weiter, dann haben alle Charts eine gewisse Aufgabe zusammen. Das habe ich auch gestern schon gesagt, ja. Da habe ich gestern drüber geredet, dass ich das so ähnlich handhaben möchte wie in Diablo 4. Oder allgemein in Diablo, PAOE und so weiter. Dass man einen gemeinsamen Share hat. Ja. Also nicht mit außerhalb. Ja, ich will nicht mit anderen Leuten traden. Ich werde nicht das AHA benutzen. Ich werde nicht andere Leute anhandeln für Sachen. Aber untereinander sollen sie handeln können. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Also die werden eine gemeinsame Bank und so haben. Das hatte ich vor. Also wie halt in Diablo und so. Ne?
einen gemeinsamen Stash sozusagen. Was halt cool wäre, wäre mit einer Gildenbank, naja, wo man dann auf die Gildenbank zugreifen kann. Aber geht ja auch so. Man hat ja mit dem Addon hier zum Beispiel, mit dem Addon weißt du ja, wer was hat. Kannst ja durchklicken und überall anschauen, was du dabei hast. Und du weißt ja auch, was für Loot du bekommst oder was du brauchst. Ich hoffe nur sehr, dass wir weit kommen und nicht irgendwie auf Level 10 schon sterben mit den Leuten. Das wäre böse. Das mit der Gilde, in der nur die Chars sind, ist eine bessere Idee, aber es gibt ja keine Gildenbank in Classic. Eine Gildenbank gibt es ja erst ab Wottelkar, glaube ich. Oder ab TBC. Da ist die Problematik. Gibt keine Bank. Sonst würde ich das so machen, ja, aber geht leider nicht. TBC kam die, okay. Sie kam mit TBC, ist klar. Ich hätte mein Inventar vielleicht mal leeren sollen, oder? Bevor wir reingehen. Ja, ich passe sowieso auf jedes Item, von daher. Nicht so wild. Und Kopftuch. Wunderbar. So, Kopftuch haben wir gleich durch. Not bad. Das ging recht fix sogar. Wie viel Mana hat der? Okay, der hat aber genug Mana. Sollte gehen. Vorderlader auf The Hunter. Aber wisst ihr, welche Challenge der Hunter haben wird? Das weiß ich jetzt schon. Der Hunter wird die Challenge haben, er darf nur Bogen und Armbrust benutzen. 100 Pro. Ich habe keinen Bock auf eine Schusswaffe. Die Challenge wird es auf jeden Fall geben. Hunter darf nur einen Bogen oder Armbrust benutzen. Safe. Und was ich noch mitnehmen werde auf dem Hunter, das weiß ich auch schon. Hunter wird auch noch bekommen Mortal Pet. Ja, Schusswaffen sind so laut. You can pull boss alone from range. Van Cleef, gut zahlen für euer Kopfhörnchen. Also für Hunter weiß ich auf jeden Fall, Mortal Pet werden wir nehmen und nur Bögen. Oder Armbrust halt. Und dann mal gucken. Hunter wäre so eine Klasse auch, da würde das mit dem Naked ganz gut gehen. Aber das würde ich eher auf dem Mage sogar füllen. Ein Midi-Hunter? Nee, nee. Das würde halt keinen Spaß machen. Hallo, Rayasa. Das Problem wäre, ich würde halt gerne Fun haben. Und bei Hunter macht halt Spaß, dass du Range bist. Und das würde, finde ich, ne? Das würde... Hallo, Ilya. Ich habe einen Hunter mit Close Combat angefangen. Und hallo, hallo, hallo. Das wollte ich gerade erklären. Für mich persönlich macht es auf dem Hunter sehr viel Spaß, diese Range auszunutzen, ne? Und zu spielen. Deswegen würde ich, glaube ich, weniger Spaß einfach haben. Und ich will ja nicht mehr den Spaß nehmen. Es soll ja nur schwerer werden für mich. Zum Beispiel, was mir Spaß machen würde, wäre halt Mortal Pet. Wenn mein Pet stirbt, muss ich Neues holen und Neues trainieren. Weil ich dann gezwungen bin, mehr auf mein Pet aufzupassen. Behind. What? Sowas zum Beispiel. After every boss. Okay, ich habe den kurz nochmal gesagt. Aber ja, Melee Hunter habe ich vorhin einen gesehen sogar. Der hatte... Ich habe vorhin Melee Hunter gesehen, der hatte auch gar kein Pet dabei. Der war nur Melee ohne Pet. Also im Endeffekt war der ein Warrior ohne... Ein Warrior mit Mana. Theoretisch, wenn du so möchtest. Ich
sie ganz schön gut Akku, habe ich das Gefühl, ne? Aber kommst du gut klar mit deinem Hunter? Ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor. Obwohl, mit Raptorstoß müsste es gehen, ne? Sobald du Raptorstoß hast, geht es bestimmt ganz gut. Die konnte man nicht wieder zumachen, ne? Angelo. Oder Angelo? Danke für den Follow. Danke. Oder es ist Angel. Nee, Angel würde keinen Sinn machen. Egal. Hallo, hallo. Wie auch immer du heißen magst. Vielen Dank. Das wäre auch gut, ja. Ausrüstungsteil nicht reparieren. Die gibt es sogar in WoW hier drin. Das ist sogar hier mit dabei. Das ist das hier, glaube ich. Wo ist es? Irgendwo ist es hier drin. Nicht reparieren. Irgendwo ist es drin. Dann gibt es halt auch noch sowas wie, du darfst nur weiße Items tragen und graue Items. Du darfst keine grünen Waffen anziehen. Und sowas. Bin bisher 22, geht bisher ganz gut und bin mir nur unsicher, was das beste Pet ist. Weil für Mungus und sowas ist es wichtig, dass ich selbst angegriffen werde. Ich meine, du wirst ja auf jeden Fall schon mal... Dein Pet nimmst ja nicht mit dem Taunt dann, ne? Das machst ja aus. Eine Katze macht eigentlich ganz gut Aggro, weil eine Katze sehr viel Attack-Speed hat. Nicht Attack-Speed hat, sondern sehr viel Damage. Wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ein Tank-Pet. Ohne Fähigkeiten, aber dann macht sie halt keinen Schaden, ne? Ich glaube nämlich, das Problem mit einem Melee-Hunter wird sein, dass du weniger Schaden machen wirst als dein Pet. Johnson's hier. Ein Rare-Mob. Ein Wolf mit dem Buff ist ganz gut. Ich glaube, das ist allgemein ein Problem vom Melee-Hunter. Dein Damage wird so low sein, dass dein Pet immer über dir im Damage ist. Vielleicht ist das ein allgemeines Problem. Und egal, was für ein Pet du nimmst, dein Pet wird immer über dir sein. Marco. Weil du hast ja keinen Schaden. Ne? Du hast ja dein Raptor Strike und du hast dein Heroic Strike Ding. Wie heißt denn das Teil nochmal? Eine Alternative wäre, dein Pet immer wieder freilassen und ein Lower Level zu nehmen. Ich würde vielleicht... Ich meine, der Gorilla macht sehr gut Akku, aber ich glaube, der Gorilla könnte ganz gut sein. Weil du ja viel Damage bekommst. Obwohl Wolf oder Eule wird auch noch gehen. Vielleicht auch mal auf die Eule schauen. Die Eule reduziert ja die Angriffskraft vom Gegner. Bisher geht es ganz gut. Wir wechseln uns immer ab mit Akku. Ja dann? Doch wunderbar. Ich meine, solange du nicht stirbst, ist ja alles gut. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Eule irgendwann ganz gut wird. Hallo Ravos, sind wunderschön. Wie viele Chars? Nach dem hier fehlen noch 3 Stück. Nach dem hier kommt noch Mage, Hunter und Rogue. Und dann sind wir durch. Okay, wieso schmeckt mein Kaffee nach Schnaps? Macht keinen Sinn. Ich habe da nichts reingetan. Ich verspreche. Was mal nach dem Projekt? Boah, müssen wir uns überlegen. Wir haben immer noch den 60er Rogue, mit dem wir ein paar Dungeons und so laufen können. Ich hatte gehofft, nach dem Projekt oder mit dem Projekt kommt irgendwann der PTR raus, wo wir ein bisschen PTR spielen können. Aber schwierig zu sagen. Ich will halt ungern noch richtig viel Zeit irgendwie rein investieren in den Server, aber
Müssen wir wohl, ne? Der Pall hat kein Holz geludert, hat jemand gefailt. Oh oh. Ich glaube, der weiß es auch nicht. Die wussten auch nicht, dass die Pet kommt, unser Mobbis. Vielleicht weiß er nicht, dass er eine Quest hat. Der hat auf jeden Fall das Executioner-Schwert. Ich glaube, der weiß es nicht. Da ist RIP. Ich werde es ihm auch nicht sagen. Der ist in meiner Gilde nämlich. Mana-Tränke weg. Ich werde es ihm auf jeden Fall nicht sagen. Can you share that quest as well? Welche? Which one? Hat das Holz gelootet noch? Nee. Hallo Wubbub. Ich hoffe auch, dass der PDR bald kommt, ich auch. Aber wir haben halt gar keine Infos drüber, ne? Es gibt halt gar keine Infos. Und so wie man Blizzard kennt, wird es wahrscheinlich einfach kommen, ohne Ankündigung. Und auf einmal ist es da. Lustigerweise, vor 2 Tagen, glaube ich. Naja, vor 2 Tagen wurde dieser PDR ja umbenannt. Ja, der aktuelle PDR wurde vor 2 Tagen ja umbenannt in PDR-Ära, glaube ich. Und das habe ich gesehen on-stream bei Carnage. Und da habe ich kurz gedacht, Mist, wenn jetzt der PDR online kommt, das war, glaube ich, 9:30 abends. Das war 9:30. Wenn jetzt der PDR kommt, dann muss ich wieder live gehen. Und ich habe gehofft, hoffentlich kommt der PTR nicht, nicht live. Sonst hätte ich um 9:30 nochmal live gehen müssen. Wenn der PTR kommt, will ich halt sofort drauf gehen. Und dann dachte ich, hm. Und dann kam er aber zum Glück nicht. Es war irgendwann um 9:30 oder so. Da wurde er umbenannt. Okay, wieso ist der auf mir? Der Warrior hat nicht so dick Akro, weil der diese Einhand trägt, glaube ich. Irgendwie ist der Paladin Tank, Healer und DPS in einem. Der macht alles. Guck, der hielt sich jetzt selber hoch. 185er Crit. Holy moly. Der macht einfach alles, der Typ. So, nächster Mob. Genau, Disarm. Seit wann zieht ein Paladin die Akku? Der Typ hat, glaube ich, einen. Der hat das nicht an, aber. Ich finde, Paladin macht gar nicht so wenig Schaden in den Low Dungeons. Wenn du hier reinkommst mit Siegel des Befehls. Dann machst du Siegel drauf, Richtoteil und hast einen Siegelprock, dann machst du guten Burst. Und der Typ hier, der hat gerade diesen Kolben erst gefunden. Ich denke, der wird die Kolben gar nicht hochgelevelt haben. Ja. Ich glaube, der hat einfach keinen Kolben gelevelt. Und deswegen macht er wahrscheinlich noch keinen Damage. Und keinen Threat. Das würde sein. Wo ist die Putt? Die brauchen wir ein bisschen, oder? Ich muss los, mein Bester. Man sieht sich. Danke, danke fürs Reinschauen, Varric. Bis morgen früh. Wir sehen uns. Wer? Bis morgen früh. Ciao, ciao. Ich bin auch hier der Demo-Shout-Verantwortliche. Der News. Demo-Shout. Thunderclap. You can use your rage for more threat. Ich sag immer, dass ich Thunderclap mache und Demo-Shout, damit er seine Rage für
für Damage benutzen kann, für mehr Schaden. Das macht mehr Sinn. Ja, wenn du zwei Warrior hast, wieso muss der Tank dann Demo und Thunderclap usen? Ich mache mit meinem Level 18 sowieso kein Damage. Er könnte auch eigentlich weiterhin die Zweihänder tragen. Okay, wir werden viel pullen jetzt. Sehr viel. Sind die mitgepullt? Oh, oh. Oh, oh. Zeit für ein paar Armstrings. Armstring 1. Armstring 2. Armstring 3. Ich habe mal Aggro runtergenommen von dem Range. Demo schaut drauf. Thunderclap. Oder Crit. Wunderbar. Schon reinlooten nebenbei. Wir sind gleich Level up. Nice. So. Dann haben wir den auch down. Wunderbar. Gut gemeistert. Der Paladin hat so eine dicke Buffleiste, ne? Einfach alles an. Der Gildenstadt, seit wann bin ich Schwede? Seit heute. Bin heute nach Schweden gekommen. Bin in Mortal Sweden drinne. Das sind die nettesten Leute. Ich war gestern nämlich in Mortal Dänemark. Ja, ich war gestern in Dänemark. Und da wurde ich über Nacht rausgekickt. Die haben rausgefunden, dass ich kein Däne bin. Dann haben sie mich rausgekickt. Dann habe ich gesagt, okay, Dänemark, gehen wir raus. Haben wir eine schwedische Gilde gesucht. Dann habe ich da gefragt in der schwedischen Gilde, was ist das beste Essen, was muss ich in Dänemark, Schweden essen, wenn ich die besuche? Dann haben sie gefragt, was, du bist kein Schwede und so. Und meinte ich, nee, bin ich nicht. Und die haben mich nicht gekickt. Die haben mich akzeptiert, so wie ich bin. Und deswegen bin ich in Schweden. Und nicht mehr in Dänemark. Und jetzt gehe ich sogar ein Dungeon mit hier. Mit dem Schweden. Smörrelinde. Eigentlich ein cooler Name. Aber ist das nicht dänisch? Nee, aber die haben mich sehr gut aufgenommen. Ja. Denen war das egal, ob ich Däne bin. Frag mich das nicht. Ich glaube, das ist dänisch. Ich frage immer mal nach, Guys. Ist Smörre dänisch? With the O? Ich frage mal nach. Die werden es wahrscheinlich wissen, ja. Okay, thanks. Ist dänisch. Nächste Woche ab nach Lund zum Gildentreffen, jo. It's really good though. Oh, nice. Seht ihr so schnell? Smurrebot, yeah. Someone told me it's Swedish. But I was not sure. Because I know the O from Den. Ja, ihr wart falsch, Rayasa. Ja, wurde es direkt getadelt von Dorima. Inventar ist immer voll, leider hier. Grüße an Dorima, ja. Aber ich kann es auch nicht unterscheiden. Ich weiß nicht, was ist, ne? Keine Ahnung. Okay, nächster Mob direkt gepult. Der Mage macht Speedrun. Der hat richtig Bock. Aber es ist ganz schön heftig, ja. Diese eine Quest. When are you going to Sweden?
Maybe in 3 years when I saved enough money, lol. Er fragt, weil ich habe vorhin gefragt, was ich essen soll, wenn ich nach Schweden komme. In 3 Jahren, sage ich. I will let you know and then you can open my sewer screaming. Mana. Jo. Seht ihr? Direkt einen dänischen Freund, schwedischen Freund. Der macht mein Sewer Screaming dann auf. Sounds like a plan. I will teach you the real way. The way of the Ströming. Was ist ein Ströming eigentlich? Ist das ein Fisch? Weil das Sewer ist doch bestimmt ein Dings. Seht ihr, die Schweden sind wunderbar. In Dänemark hätten sie mich sofort wieder rausgeworfen. Das ist der Stinkefisch, ja. Aber ich habe mich gefragt, was Ströming ist. Also es ist ja Surströming, das weiß ich ja, was es ist. Aber ich habe mich gefragt, was das Ströming in diesem Surströming bedeutet. Das sind ziemlich viele Mobs, kann das sein hier? Ich bin auf Hälfte AP gerade. Hab einen Heal bekommen. Ich habe ein bisschen Range genommen. Schaut hier nochmal rein. Ich habe mich nur gefragt, was das Ströming bedeutet. Dann habe ich Ströming gegoogelt und kam da irgendwie in einen Ort, der so hieß. Grinding green mob starting to get low, slow. Yeah. Level up. Perfekt. Ein Goblin-Schraubendreher. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Schraubendreher, muss ich sagen. Okay, sehr gut. We did it. Und wir haben sogar noch ein bisschen Mana gehabt auf dem Paladin, muss ich sagen. Zeit. Vielen Dank, Wult. Danke, danke. Ich muss kurz mal nebenbei mit der Gilde hier ein bisschen shakern. Kommt der nächste Ingenieur hoch. Wieder alleine. Wunderbarer Pull. Demo schaut von mir natürlich. Okay, bei einem brauche ich auf jeden Fall keinen Thunderclap oben drauf. Das geht. Einem Mob brauchen wir kein Thunderclap. Da ist noch Loot. Loot, Loot, Loot. Grobes Sprengpulver, das brauche ich nicht. Okay, hier lohnt sich der Thunder auf jeden Fall. Hast du schon Mittagskaffee am Start? Jo, der steht vor mir. Den habe ich aber schon vor einer Stunde oder so geholt. Sewer Screaming, schwedischer saurer Hering. Ist eine schwedische Fischspeise, die durch Milchsäure konserviert wird. Genau. Also was es ist, weiß ich, aber ich hätte gerne gewusst, was das Wort Strömming übersetzt bedeutet. Strömming. Hering. Übersetzung. Osthering. Ostseehering ist es. Übersetzung ist Ostseehering. Nice. Vielen Dank, Urzosch. Die meinen nämlich wohin? In der Gilde habe ich ja gefragt, was für die Leute, die nicht da waren. Ich hatte ja gefragt, was man in Schweden essen soll. Und die meinten alle, man muss das essen.
Und da meinte ich, das ist doch ein Bait. Ich habe die YouTube-Videos gesehen. Und haben sie aber gesagt, nee, die auf YouTube machen das alle falsch. Da meinte ich, und die meinten, wenn du das richtig machst, also richtig aufmachst und gut, gut anrichtest und so, dann ist es ein richtig leckeres Essen. Deswegen. Muss wohl schmecken. Okay, da kommt noch einer dazu. Junge, Junge. Ich droppe ein bisschen low gerade. Ich gehe mal ein bisschen raus. Kriege ich eine Heilung? Ich kriege keine Heilung leider. Jetzt, sehr schön. Wunderbar. So, waren das alle Mobs, die down sind? Da ist noch ein Mob. Ah, den können wir alleine pullen hier. Ich glaube, den einen kriegen wir alleine gepullt. Kannst du mal fragen, ob du Matt mitbringen sollst, ja. Ah, Matt ist aber... Ich mag Matt, ehrlich gesagt. Ich finde zwar mittlerweile der vegane Matt... Das vegane Matt schmeckt besser als richtiges Matt, aber... Eigentlich mag ich Matt sehr gerne. Auch wenn ich es wirklich super selten esse. Vielleicht einmal alle 3 Jahre, alle 4 Jahre. Okay. Ready. Pull? Ja, Matt ist halt... Wird fast nur in DE gegessen, ja. Ist halt auch irgendwie was Weirdes eigentlich. Also es gibt auch kaum ein Land... Es gibt sicherlich auch kaum ein Land, wo du rohes Schweinefleisch essen kannst. Deswegen kannst du es wahrscheinlich nur in Deutschland essen. In welchem Land kannst du wahrscheinlich rohes Schweinefleisch essen? Das wird nicht viele geben. Das Matt bei uns ist ja sehr kontrolliert. Du kannst ja nicht einfach irgendeinen Hack kaufen und dann Schweinehack essen. Was es natürlich gibt, sind hier also Rinder. Dieses Carpaccio. Nee, wie heißt denn das nochmal? Heißt das Carpaccio? Nee. Es gibt... Wie heißt denn das Ding? Das ist so Rinderhack, glaube ich. Nicht so Rinderhack, sondern Rinderkleingedingst. Aber das ist ja auch Rinderfleisch, ne? Rohes. Aber es gibt doch dieses rohe Rinderfleisch, dem Ding. Ist ja eigentlich fast wie Matt, bloß halt vom Rind und nicht vom Schwein. Beef Tartar, genau, Tartar meine ich. Nicht Carpaccio. Carpaccio ist was anderes. Tartar, danke Cody und Perky. Und hallo Perky und Cody. Genau, Tartar meine ich, ja. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, ne? Tartar ist ja, glaube ich, auch roh. Und im Endeffekt ist Matt ja eine Art Tartar, I guess. I don't know. Wo rennen die alle hin, die Mobs? Bin ja immer noch eingesperrt. Ah, ich habe noch kein Tartar gegessen in meinem Leben. Noch nie. Würde ich aber mal gerne. Ah, ich würde so viele Sachen noch gerne essen. Der kann man runterspringen. Anscheinend, ja. Yo, Dexor. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub im ersten Monat. Und willkommen bei uns. Danke für den Support und willkommen, willkommen. Freut mich sehr. Okay, wir brauchen noch... Okay. Setstiefel. Gerne, gerne. Hallo, hallo. Und natürlich auch hallo im Chat. Willkommen. Irgendwie bin ich Infight getaggt.
Ich hoffe, bei dir ist alles super. Ich habe einen neuen Rücken. Bin irgendwie jedenfalls getaggt. Ich weiß noch nicht, wieso. Da kommt ein Rogue an gerade. Der ist aber, glaube ich, alleine. Okay, der rennt einfach irgendwo rein. Der Rogue, habt ihr gesehen, der ist einfach rein gerade und alle Mobs gepult. Aber der Mage kommt nicht mit. Also noch nicht. Jetzt kommt der Mage. Oh, ich hab Mage rausgehauen. Ups. Jeep gebrochen. Nicht so nice. Kann es sein, dass wir super viel XP bekommen? Durch diese ganzen Quests hier. Ich habe noch niemals alle DM-Quests fertig gehabt. Mit den Ausweisen und den Tüchern und... Das müsste eigentlich eine Menge Experience sein. Wie viel gibt denn so ein Ding? 1200. 1300, 1500. Ja, es gibt sehr viel XP. Und wir haben auch noch die Van Cleef-Dinger oben drauf. Am Ende. Wenn wir lebend rauskommen, natürlich. Natürlich nur, wenn wir auch lebend rauskommen. Ansonsten passiert da nicht so viel. Das Stuff. Improve Damage from Spells. Only if it has Spell Damage on it. Wait. This improves Spells Damage. This not. Okay, ich habe ihm mal kurz gezeigt, was da den Damage improved. Glaubt ihr, der Paladin ist komplett neu in WoW? Dass er nicht weiß, wie das improved wird, der Spell? Muss ja, oder? Bei dir ist es ein komplett neuer Spieler. Untersuch dieses Geräusch. Ich schreibe ihn jetzt nochmal. Der hat das nicht gelesen. Wir werden angegriffen. Kommt, ihr Hunde. Wehrt die Eindringlinge ab. And then you have to Google your spell and check the AP scaling. Ah, egal. Würde schon checken. Dann weiß auf jeden Fall die Basics. For Paladin, Melee, not heal. You want to focus on strength. And as healed Paladin int. And later on heal. So, ich hoffe, das hat ihm ein bisschen geholfen. Dann sind wir schon bei den Piraten. I'm going holy later. Okay. Mostly int and at heal then. Es gibt doch Items, die nur haben. Gibt es hier Items, die nur Healing drauf haben? Nee, ne? Ich meine, später wird das nochmal sehen, aber gibt es Items in. Ich weiß gerade gar nicht. Versuchte Heilung. Ah, doch, gibt es. This, for example, has only at heal. That's your item then. MP5 and int is also very good. Ready, MP5. Haben wir mal ein bisschen Basics rübergeschoben. Nicht, dass er später irgendwie in einem Dungeon ist und einem Mage sein Gürtel oder so wegrollt, weil da irgendwas mit Heilung steht. Der hat mir eine Feuerbrunst gegeben, der Lümmel.
hat er mir einen Feuerbrunst reingeschoben. Ich habe immer noch diese magische Kerze. Ich glaube, ich hau die auf Van Cleef drauf. Ich habe noch Murmeln, ich habe noch magische Kerzen, ich habe noch ein Wachsstecken. Ich glaube, ich werde das alles auf Van Cleef. Diese ganzen Items, die ich hier noch rumliegen habe. Außer die scheren sich alle in einen Combat-Cooldown, natürlich nicht. Schon ein mächtiges Schiff. Das werden wir nur noch zweimal sehen. Heute und mit dem nächsten Alicja. Also in dem Projekt jetzt, was wir machen. Außer wir sterben jetzt hier gleich. Dann müssen wir nochmal mit dem Worry spielen. Von Level 0. Ich würde gerne mal so einen Papageien hier looten. Ich habe bisher immer nur gesehen, dass Leute in meiner Gruppe den bekommen haben. Aber selber habe ich noch nie einen gelootet. Wunderbar. Ich kann auch essen. Er muss mich nicht heilen. Ne, ich habe kein Essen dabei. Ich kann doch nicht essen. Nicht so wild. Okay, you get out damage me like this. Only we are shielded bosses. Yeah. Das erste Mal spiele. Krass, so viele neue Leute, hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich gar nicht gedacht, so viele. Der Paladin ist komplett neu. Der Warrior ist komplett neu. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele First-Timer hier habe. Der ist auch das erste Mal hier. Hä? Ist crazy, oder? He has two ads. We need to kill the ads first. Da sind die jetzt. Ich glaube, es wird knapp in den Netz, ne? Oh, wir sind alle super low. Ein bisschen Clown-Fiesta gerade hier. Der Paladin hielt doch einfach nicht, ne? Guck mal, dem ist doch so egal. Der Paladin ist doch so egal mit Heilung. So, jetzt würde ich erstmal kurz... Guck mal, der Paladin ist böse. Der müsste eigentlich mal reinheilen. Ich gehe noch nicht wieder ran. Ich gehe ran, wenn ich geheilt wurde. Das wird noch ein Abenteuer. Das wird ein Abenteuer. Ich hatte kurz gedacht, wir sterben weg. Okay, da ist der Heal, wunderbar. Warte, der Vitor muss die Quest haben, ne? Jetzt macht er mich wütend. Okay, Van Cleef wird, glaube ich... Junge, heal den Tank. Oh. Der Tank war auf 30 oder so. Hätte der da einen Kick bekommen, wäre der down. Ouch. Low Mana.
Do you have the quest from Van Cleef Head? This one is actually the best warrior weapon for a long time. Quest reward. Need to go Danasus to learn. Ich hoffe, der ist okay, weil ich ihn backseede. I know, but. Weil er meinte, the pants last longer. Ja, Weapon. Web. Boy. Ich werde den Stab nehmen. I don't wanna backseed. Ich werde mal Stab nehmen. Die Waffe ist beim Warrior so wichtig. Ich meine, die Pants sind auch sehr, sehr gut, aber ich glaube schon im Zählen. Okay. Do you wanna go? Left side. First from the lock. Und ich glaube, der Mage ist wahrscheinlich nicht First Time, weil der ist hart am Pushen. Der will hier durch. Der ist immer Mobs pullen und gibt ein bisschen das Tempo an. Der Boss war gerade ein bisschen tricky, muss ich sagen. Wo ist eigentlich unser Rogue hin? Ach da. Okay, Murloc. Ja, schau, mit 2 Waffe tankt er viel, viel besser rein. Merkt man sofort. Ich glaube, weiter muss man nicht clearen, oder? Ich glaube, der kommt bis hier vorne hin. Aber da der gerade nicht da ist, kann man eigentlich noch einen weiteren Mob töten. Da. And wait. Ah, okay. Wait. Ich habe ihn mal markiert, damit wir wissen, wo der langläuft. Cookie. Ranlaufen. Guter Town. Wunderbar. Macht direkt Shouts drauf. Ja, Van Cleef wird... Ich weiß nicht, wie wir den choppen wollen. Ich will halt keinen Akro pullen, aber ich will auch Thunderclap oben halten. Ich denke, der Plan wird sein, einfach die ersten beiden Ads töten und dann... Der Dick... Boah, der hat richtig Glück, der Mage. Ah, ne, der ist genauso gut wie seiner. Ne, doch nicht. Not bad. Ich werde Murmeln raufhauen. Ich werde die Kerze raufballern. Ich hoffe, ich kann alles gleichzeitig usen von den Sachen. Er wird schon werden. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir dürfen hier gleich nicht alles pullen. Aber mittlerweile bin ich auch Level 19.
Dementsprechend hoffe ich mal, dass ich nicht alles pulle. Nice Crit. Boah, ich dachte gerade, ich habe kurz gedacht, der Frostbolt fliegt nach oben. Ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ich habe kurz gedacht, der fliegt hoch, der Frostball. Aber ich glaube, der Winkel würde gar nicht passen. Oder? Dass man den da oben angreift? Ich glaube, es würde nicht gehen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Hm. Und wenn doch, rennen wir raus. Ich glaube, aufs Rad würde ich nicht hochkommen. Der ist zu weit weg. Oh, warte, einer kommt runter. Aber nur einer, oder? Ja, perfekt. Sehr schön. Nehme meinen Loot hier mit. Tschup. Wait. Für was? Er meinte wait, aber worauf? Wait. Ich frage mal, was er warten will. 185 Neues. Ich weiß nicht genau, worauf er warten will, der Tank. On a call. Homeoffice wahrscheinlich. Nee, der ist aber wieder da. Also ist er jetzt AFK oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Er hätte geschrieben Wait Home Office, aber irgendwie ist er da, aber irgendwie auch nicht. Wait. Ja, wir warten. Keine Sorge. Ja, wir warten. Die sehen alle nicht gut aus, ne? Vor allem er sieht ein bisschen weird aus. Der hat so ein weirdes Gesicht. Ich meine, wir könnten theoretisch weiterpullen schon, aber... I'm back. Perfekt. Guck mal, der Rogue kann nicht warten. Pullen wir die runter. Wir haben nicht mehr so viele Packs, ne? 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich noch. Ich glaube, 5 Packs haben wir noch dabei. Mann, Piraten weg. Ah, es gab auf jeden Fall gut XP hier drin. Oh, der geht jetzt sehr low. Wird geheilt, sehr gut. Da können wir theoretisch eine reinrennen, oder?
Okay, ich guck mal, ob da raus. Ich kann jetzt keinen Dings machen, kein Thunderclap. Und zwar schieb raus. Und ich spare mir mal die Rage auf für den nächsten Boss. Für den nächsten Pack. Okay, da oben sind noch mehr Packs. Dauert doch noch ein bisschen. GZ. Ich habe auf jeden Fall gerade Akku. Nee, nicht mehr. Wieder das Gewehr. Ich weiß nicht, wie das mit Van Cleef werden wird. Wir müssen ja... ich frage mal nach. How do we do Van? Let's kill. Van vs. Boss. Ich frage mal nach. Wie wir den machen. Fuck. Holy moly. Er hat... Oh mein Gott. Zum Glück sind alle mich immer draufgesprungen. Er hat einfach so einen Feuerbrunst auf den... auf den Boss da geworfen. Junge, Junge. Er hat einfach so einen Feuerbrunst gerade auf den Boss geworfen. Aber es sind sofort alle mitgelaufen auf das Rad drauf. Alles klar. Ich weiß nicht, wieso der das gemacht hat. Ich glaube, er wollte was anderes targeten damit. Ah, das war interessant. Aber es haben alle sehr schnell reagiert, ne? Alle sofort zum Rad gegangen. Hat es gerade gutes Mittagessen? Nice, freut mich. Ich überlege mal, was ich heute esse. Muss ich auch mal noch gucken. Incoming. Was meint er? Ah, die meint er wahrscheinlich. Okay, und da haben wir wieder die beiden Ads mit dabei. Das freut mich, Bibelino. Ja, unser Paladin ist ein bisschen sehr nervös. Der hat geschrieben, er ist ganz schön nervös. Incoming, ja, das ist kein Ding. Keine Sorge. Wenn die da jetzt kommen, sind wir weit genug weg. Don't worry. Was macht der Warrior da? Was ist mit dem? Was ist... Hä? Der ist einfach weggerannt auf dieses Ding drauf. Oh, die sind irgendwie süß. No? Irgendwie finde ich die süß. Ich mag die beiden. Also. Bei den beiden war das so. Boss before Boss. Ich glaube, wir können einen schieben von den beiden. Wir können einen töten. Wir können einen schieben. Den schieben. Und dann töten wir Boss. So würde ich das machen, glaube ich. Oh. Bro. Jetzt gehen wir hier rauf. Und dann töten wir da noch den Boss. Wunderbar. Der muss geheilt werden, der Tank. Sehr gut. Der war ein bisschen low gedroppt. Markier den Tank, damit der Paladin findet. Ich glaube, ich weiß nicht, der Paladin, der ist einfach... Der healt immer nur so ein bisschen, ja? Der healt sehr, sehr effizient. Lässt die Leute immer so auf Hälfte runterdroppen. Bevor der erste hier reingeballert wird.
Der Glutstab. Sehr schön. Nice. Sehr gut. Der hat die Dings ausgelassen. Schieb. Okay. Now for Van Cleef. Do we kill both ads and then go boss? Eat. Also der Healer, ich glaube, der Heal könnte wirklich kompliziert werden jetzt. Er hat nämlich nicht so hart reingehealt in den letzten Male. Der Healer hat nicht so hart gehealt. Ich habe leider kein Schild mit dabei. Da ist Van Cleef. Da ist er drinne. Wo ist meine Escape-Route, wenn irgendwas schief geht? Hier. Man, Retail was so easy, I don't even know the mechanics for old dungeons. There are hardly any mechanics. The five-man dungeon probably has more mechanics than every Vanilla Raid. Okay, die kommen von Retail, die beiden. Okay. Okay, this boss spawns ads. We kill the first ads. Those are two. After that we kill boss, nor the other ones. Oder? Okay. Ready. Let's go. Oh, der geht da rein. Da sind die Erz. Ich markiere die Erz mal. Er muss hier hin. Ich off-tank gerade irgendwas, oder? Nee. Okay. Hier geht der gut rein. Und jetzt zum Boss. Ich markiere den Boss mit dem Totenkopf, damit die Leute wissen, wir müssen auf den Boss gehen. Now push Boss. Ich nehme mein Feuerding hier drauf. Bam. Das war es nicht wert. Ich hätte die Murmel nehmen sollen. Ignore Ads. Der Boss. Okay. Good job. Jetzt mache ich die beiden Ads mit Harmstring. Und ich gehe nochmal ein Stück weg und nehme mir gleich einen Heilpot. Hallo, Cutner Joe. Ein wunderschön. Sehr schöner Taunt. Good job, good job. Ich habe noch einen dicken Heilpot. Den schmeiße ich mir mal rein. Ich muss hier ein bisschen kiten, weil irgendwie kriege ich keine Heilung gerade. Lief doch gut. Das lief doch wunderbar. GG's. Jetzt müssen wir nur den Kopf einsammeln. Den Brief einsammeln. Den Brief habe ich schon, ne? Thanks for the run, guys.